Metro 2033. Wir haben unsere Brille abgelegt, unser Buch abgelegt und spielen weiter in der Metro. Hier ist eine Tür, die wir jetzt öffnen werden. Wo ich das Gefühl habe, wir werden überall diese Spinnennetze. Mann, das ist so eklig. Ich hasse Spinnen. Lachst du über mich oder was? Ja, toll. Jetzt geht auch noch die Batterie aus. Ja, klasse. So. Ich glaube, die laufen oben lang, wenn ich das richtig höre. Das heißt, wir sollten hier ein wenig in Deckung bleiben. Ja, die laufen oben lang. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwie etwas. Mein Gott. Geht weg. Geht weg. Mein Gott, ihr Scheißviecher. Mein Gott, ist das spannend gerade. So cool. Wir müssen nicht weiter ballern, aber... will ich hier lang? Nee, ich will hier, glaube ich, nicht lang. Aber anscheinend müssen wir nach oben, so wie es ausschaut. Ich werde mal... Okay, wenn ich jetzt den erledige, dann merkt der eine das. Tja, ihr habt mich aber noch nicht gefunden. Ihr habt mich noch nicht gefunden, ihr Drecksäcke. Ja, der Tod kommt von unten. Ja, sie haben nie gesagt, dass ich ein Lama das Fahren beibringen kann. Nein, Lama, nein. Bringen wir den Ball ins Rollen. Ja, ich bringe auch den Ball ins Rollen. Hier läuft, da ist einer. Bleib stehen. Ob man den von hier unten auch so treffen kann, vielleicht? Wir finden dich gleich. Da. Mann Gott. Ich möchte nicht rausrennen, weil ich dann weiß, das sind so viele, dass ich dann wieder so viel Munition noch verbraten werde. Hier ist ein guter. Das ist ein guter Punkt, aber dazu muss ich aber auch einen Punkt erwischen, dass sie mich nicht sehen, weil die sind natürlich jetzt in heller Aufruhr, ist klar. Da ist einer. Fuck. Die Luft scheint hier rein zu sein. Bleib stehen! Bleib doch stehen! Nein! Was mache ich denn? Fuck! Was mache ich denn? Was war das denn? Was war das denn? Das hätte ich jetzt auch gekonnt, Atium. Mann, fuck! Shit, die bleiben auch nicht stehen, ne, die Drecksäcke? Aber ich habe doch eine Schallgedämpfte. Normalerweise einen Schuss im Kopf und das war's, oder? Mein Gott! Danke, dass du die Bretter wegschießt. Das ist super von dir. Die Verluste häufen sich. Ich schieße in den Sack. Zack, zack. So. Wer will noch in den Sack geschossen werden? Hä? Wer will noch in den Sack geschossen werden? Wer soll herkommen? Es scheint da oben zu sein, der eine. Okay. Es lief ja eigentlich noch relativ gemütlich. Also so viel haben wir jetzt... Wow. So, das haben wir auch. Somit haben wir eigentlich das gut gelöst. Ich würde gerne mal gucken, ob ich mein Messer wieder finde. Aber ich glaube eher nicht. Das habe ich hier so rübergeschmissen. Das ist, glaube ich, hinten irgendwo gelandet, ne? Ja, natürlich ist es weg, ist klar. Warum sollte es auch?
Ah, es sieht verdammt cool aus, muss ich ja mal sagen. Da gibt es so viele Bereiche, wo man sich wieder umgucken kann. Es sind wieder zu viele Wege, sind es wieder für mich, weil ich überall lang gehen möchte. So, hier ist eine Tür. Ja, nee. Nee. Ich mache erstmal das Licht aus und dann gehe ich da später rein, weil... Wo zeigt denn das Navi hin? Ich nenne es mal Navi. Das Navi zeigt nach da. Ich habe eine ganz große Vermutung, dass es da oben weitergeht. Hallo? Hallo? Dass es wahrscheinlich in die Richtung weitergeht, wo wir die quatschen hören da. Okay, das ist keine Tür. Ach, das ist die mit dem verlängerten Lauf, ne? Auch schallgedämpft, oder? Ach nee, das ist... Ach nee, das ist ein Revolver. Nee, um Gottes Willen. Nein, wer will denn schon einen Revolver? Obwohl, man könnte den ja eigentlich austauschen. Machen wir mal, weil dann habt ihr auch eine bessere... Alter, da ist das ein Ding, ne? Krass. Hey, ich hab ein Feuerzeug, hier nicht. Haha. So, ich habe schon wieder so ein bisschen die Orientierung verloren. Ihr merkt's. Da liegt ein Schlüssel. Ich hab bekloppt. Aber das ist der nicht, ne? Nee, da sind wir jetzt schon viel zu weit für. Wie kommen wir denn da dran? Also muss hier irgendwo ein Safe geben oder sowas. Ja, toll, klasse. Wo soll denn hier ein Safe sein? Wahrscheinlich hier, ne? Hallo? 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 Oh, cool. Wo sind wir denn hier? In der Waffenkammer? Ja, wer hätte das? Sind wir das? Ich hab doch einen Schlüssel. Also können wir hier noch einen Schlüssel finden. Ja, super. Toll. Und die eine Tür ist wahrscheinlich die eine hier, wo wir Licht, ja, wo wir Licht ausgemacht haben. Deswegen ist sie jetzt auch offen. Mhm. Die öffnet sich von alleine. Ja, natürlich. Mhm. Man macht die eine Tür auf und die andere öffnet sich von alleine. Haha, stirbt, ihr Scheiß. Ja, stirbt. Ah. Oh. Ich sollte vielleicht erstmal meine Lampe nachladen. Die Lampe hatte Batterie nötig. Ja. So, und dann sollten wir mal unsere Gasmaske aufsetzen, weil er fing da unten an, so ein bisschen zu stottern. Was? Alter, im Leben nicht. Ich hab ein Feuerzeug. Ja, ich kann damit umgehen mit dem Feuerzeug. Ich verbrenne dich dabei. Ich würde vorsichtig sein. Ich spaße nicht mit meinem Feuerzeug. Alter, ist das cool. Ich bräuchte mal vielleicht... Oh, ein Filter. Mhm. Ich will gar nicht weitergehen, eigentlich. Ich will hier gar nicht weitergehen. Hallo? Kann ich die Maske wieder abnehmen? Anscheinend schon. Aber wir sind weitergegangen. Ich wollte gar nicht weitergehen. Oh, da unten waren auch noch so viele... Nee, also, liebe Leute, da möchte ich jetzt doch nochmal zurückgehen. Es gibt gar nicht, wie viele Wege das doch im Spiel gibt. Also, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da ist jetzt, da liegt ein Schlüssel. Den haben wir ja total übersehen. Wenn wir jetzt nicht weitergehen, wenn wir jetzt nicht zurückgegangen wären, dann hätten wir den nicht gefunden. Guckt an. Also, ihr habt jetzt selber gesehen, die Schlüssel liegen nie weit weg vom Safe. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den einen Schlüssel, hab ich, Idiot, wahrscheinlich hundertfach übersehen. Und ihr habt den im Video wahrscheinlich schon hundertmal gesehen.
Ich möchte jetzt trotzdem nochmal zurück. Was? Jetzt sag mir nicht, sind jetzt neu gespawnt, die Gegner. Dann fress ich einen Besen. Nein, weil hier oben waren nämlich noch welche. Moment, wir sind ja... Nein, Quatsch, da hinten wollte ich hin. So. Hier wollte ich mal gucken. Hier oben. Wo es hier hingeht. Weil hier scheint es ja auch weiter zu gehen anscheinend. Night Vision on. Und dann schauen wir doch mal. Boah, ist das cool. Das ist so geil, wie viele Wege es gibt. Das ist der Hammer. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Aber zurück zum Dings kommen wir ja nicht, zum Safe, ne? Ach, jetzt sind wir da. Ja. Das sind die beiden, die uns vorhin entdeckt haben. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Schade, dass wir nicht zurückkommen zum Safe. Das ist natürlich ärgerlich. Aber egal. Huch, bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja. So, da kommen wir anscheinend... Kommen wir anscheinend hier auch lang. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ach, da kommen wir von hier oben lang. Ach so. Ah, so. Ja. So, was haben wir da? Okay. Mit verlängertem Lauf. Ja, das brauchen wir nicht. Mein Gott, ist das cool. Okay, da hinten war dann von hier aus auch. Also da hinten müssen wir auf jeden Fall hin. Wir können von, wahrscheinlich von unten laufen und von hier. Hier ist doch wahrscheinlich einer, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Mein Gott, ist das geil. Ich weiß gar nicht, ich würde auch gerne... Ich würde auch gerne... Was? Ich würde auch gerne unten lang laufen, durch die Kanalisation da. Da ist doch noch gar keiner. Also gehen wir hier lang, ganz schnell. Oh nein. Du hast aber von Ragnarok gehört, der letzten Schlacht der Götter. Nein. An dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende ist Metro 2 unter dieser hier versteckt. Metro 2? Ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ein einziges Tor verband diese zwei Welten. Und zwar an einer Stelle, an der die Karte nun durch eine rote Narbe zweigeteilt ist. Aber irgendwas geschah und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Und es wurde ein Mythos draus. Und obwohl Metro 2 nicht mehr in unserem Bewusstsein steckt, existiert sie noch. Sie ist überall. Ihre Tunnel sind mit unseren verflochten. Ihre Stationen liegen hinter den Mauern unserer Stationen. Diese zwei Metros kann man nicht voneinander trennen. Und jene, die glauben, dass die Schäfer ihre Herde nicht verlassen können, sagen, dass sie noch immer über uns wachen. Dass sie uns jeden Schritt vorgeben, sich uns aber nicht zeigen. Und das ist der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Aber warum wollen sie nicht, dass die Leute von ihnen wissen? Zunächst einmal, weil Schafe voller Sünden sind. Denn sie haben die Schwäche ihrer Schäfer genutzt, um sie zu verlassen. Und seit Metro 2 von unserer Welt getrennt wurde, haben die Schäfer sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie sind keine Menschen mehr, sondern Wesen einer höheren Ordnung, deren Logik für uns nicht nachvollziehbar ist.
Sie haben die Macht, alles zu... Sie können sogar die verlorene, schöne Welt zu uns zurückbringen. Da wir aber rebelliert haben, möchten sie an unserem Schicksal nicht mehr teilhaben. Jedoch existieren sie überall, sind allwissend und allsehend. Erst wenn wir unsere Sünden bereuen, werden sie sich zeigen und ihre Hilfe anbieten. Und die Erlösung wird kommen. Das sagen die Leute, die an die unsichtbaren Beobachter glauben. Interessante Legende. Das stimmt allerdings. Sehr, sehr interessante Legende. Schön, dass wir das auch gehört haben. Finde ich gut. Ich werde mal einen anderen Weg einschlagen. Mal gucken, wo wir da unten in die Kanalisation herkommen. Denn, da scheint es mir doch ein bisschen zu voll zu sein. In die eine Richtung. Weil... Man hat gesehen, der eine, der guckte schon in unsere Richtung. Der eine, der spielt da irgendwie so Dartscheiben-Bingo. Dartscheiben-Bingo. Und ich möchte doch ganz gern... Ach ja, Entschuldigung, Maske aufsetzen. Ja, ich vergesse das immer wieder. Und ich möchte doch in einer sicheren Umgebung da oben landen. Oder beziehungsweise möchte ich doch im sicheren Abstand zu den Gegnern da oben nach oben kommen. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja hier irgendwie da ein bisschen besser an denen dran. Schauen wir mal. Weil ich glaube nämlich, dass das dieselbe Position ist, nur wir kommen jetzt woanders raus. So, schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier sind. Ach, Achtung auf Fallen, nicht vergessen, genau. Ach, jetzt sind wir hier. Ach so, hä? Also jetzt schnalle ich gerade gar nichts mit. Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Bin ich ganz ehrlich, jetzt habe ich gerade voll die Orientierung verloren, wo wir jetzt gerade sind. Von da sind wir gekommen, ne? Genau. Brennt, ihr Scheißdinger! Mein Gott. So. Ich glaube, die Folge heute, diese Folge hier, die wird, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, die werde ich ein bisschen länger machen, weil ich gerade voll in Spiellaune bin. Und gern wissen, wie es jetzt gerade weitergeht. Was hat er jetzt gesagt? Verdammt, ich habe zwischendurch Dünnpfiff. Wollte ich das jetzt wissen? Aber ist das jetzt dieser Raum? Ich weiß es gar nicht. Ich, Wir standen sie alle seit so vielen Jahren. Alles kein Ende. Anscheinend schon. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist dieser Raum, dieser besagte Raum, wo ich gerade gewesen bin. Von vorne. Ja, man hört den nämlich schon spielen. Mit seinem Messer, Bingo. Hier ist ein Messer. Hey, wer ist da? Wer ist dort? Da ist ein Messer, Bingo. Nein. Messer, Bingo. Messer, Bingo. Wo ist er? Hier, Messer, Bingo. Da, Messer, Bingo. So, bam. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Haben wir eigentlich relativ gut gelöst, finde ich persönlich. Ja, ist okay. Kann man so akzeptieren. So, da haben wir ein Messer, was wir aufnehmen können, werden, sollten. Der hat auch ein Messer in der Hand, was wir aber nicht aufnehmen können. Hier vielleicht. Nein, wir sind voll ausgerüstet mit Messern. Da ist eine Mappe. Jetzt würde mich mal interessieren, von wo wir da gekommen wären. Weil ich hatte die beiden ja, oder beziehungsweise die drei, vier Leutchen gehört. Ist auch geil. Wir haben gar keine Maske auf und da hinten ist offen. Naja, ist ja egal. Von wo habe ich die denn gehört gehabt? Oder geht es jetzt hier weiter schon?
Ah, hier geht's, glaube ich, schon weiter, wenn ich das richtig sehe. Aber von wo wäre ich denn... Ach, von hier wäre ich gekommen, ne? Stimmt. Ja, von hier. Ach so. Also gibt's also immer alternative Wege. Das finde ich gut. Das macht das Spiel so ein bisschen authentischer und macht das Spielerlebnis auch ein bisschen angenehmer. So, da hinten liegt nichts. Da sind nur scheiß eklige Spinnen wieder. So, gehen wir mal hier runter. Und schauen wir mal, wo wir dann... Oh, okay. Wo wir dann jetzt hinkommen. Nachladen der Lampe wäre auch nicht schlecht. So. Oh, eine Falle. Da ist eine... Oh, da ist eine Falle, die, glaube ich, ausgelöst worden ist. Kann das sein? Das sieht... Nee, die ist nicht ausgelöst worden. Da hinten ist... Ich werde die mal... Oder? Was raffiniert? Jetzt brennt das alles. Ja, toll. Geht das auch aus? Hallo, Reflex aus. Aha. Man muss nur etwas Geduld mitbringen. So wie bei P.T. So. Sehr schön. Meines. Du hast es auch gehört, oder? Ich, möchte nicht wissen, was das war. Das war mir zu groß. Oh! Was jetzt? Was war das? Jetzt hat er sein Ding? Oder brauchen wir jetzt keine... Okay, das Batteriesymbol ist grau hinterlegt. Das, nein. Mach die Uhr weg. Ja, brennt ihr... Geh weg! Ah, was eklig. Aber da liegt Munn. Munn können wir gut gebrauchen. Ich glaube, ich höre mal auf zu schleichen und werde jetzt mal hier dieses, das G60, nachgebaute G60 nehmen. Oh, ein Metrobuch, sehr schön. Das heißt, wir können wieder ein wenig lesen. Das werden wir auch direkt tun. Eintracht 2. Somit haben wir bei der schwarzen Station alles eingesammelt. Die Metro tötet den Glauben an Wunder, lehrt dich aber auch, ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange. Voller fantastischen... voller Faschisten, wohlgemerkt. Das grenzt an ein Wunder. Als wenn ich von jemandem geführt würde. Ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung? Oder vielleicht das Schicksal selbst? Ich weiß es gar nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Mein Gott, ich sehe es schon kommen. Das kommt, hier kommt jetzt gleich ein Spinnenboss oder sowas. Geht weg. Geht weg, ihr stinkt alle. Was war das? Waren wir das? Oh Gott sei Dank, wir waren das. Ich hab schon... Oh Mann! Geht weg, 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 geht weg. Ihr seid so scheiße, ihr seid scheiße. Du bist scheiße, du bist scheiße. Du bist scheiße. Oh Gott. Haha. Brennt. So. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Oh Mann, wie cool ist das denn? Los geht's.
Huhu! Wir werden die Polis bald erreichen. Cool. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecke. Was? 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 Wohin? Wohin? Wo? Wow! Was? 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 Das schaffe ich doch nie im Leben! Das schaffe ich doch nie im Leben! Von der Zukunft verstecken. Wie cool war das denn jetzt? Meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Yes! Oh mein Gott! Emotion pur. Hey, bei dem Wagen! Mach den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Okay. Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Dankeschön, Jungs. Ihr habt so grüne Augen. Ihr solltet vielleicht nicht so oft kiffen. Ja, ist ein guter Tipp von mir. Moin. Ist das geil? Das ist so cool. Boah, geil. In Ordnung, gehen wir. Alter Falter. Was ist das für eine riesige Station? Du bist bald draußen. Was willst du? Verschwinde. Willkommen in der Polis, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Zwei Köpfe haben, Idiot. Ja, willkommen in der Polis. Ist ja der Wahnsinn. Spielt der Minecraft? Minecraft in der Metro?
Ja, und diese Folge wird definitiv Überlänge haben. Hundertprozentig. So, Eintrag 1 in der Police. Also haben wir noch einen Eintrag zu finden. Also bleiben wir hier, bevor wir eine Mission weitermachen. So, Eintrag 1. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer einen Traum, die Police zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Polis kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Polis ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler, all jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtet. Die letzte Trutzburg der Kultur und Zivilisation. Und die Geschichten, die in der Metro erzählt werden, besagen, dass elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt. Genauso wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend und sauber bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, gleich den Hallen der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Allein schon hier zu sein, lässt einen dieser unglaublichen Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder aufstehen wird. Wenn es in der Metro eine Macht gibt, die Messe vor den Schwarzen retten kann, dann muss sie hier verankert sein. Ich muss mal Pipi. Zu spät, jetzt musst du warten. Aber Papa... Lass das! Aber Papa... Ja, wenn sie doch Pipi muss... Mein Gott, du kannst aber auch... Geh Hallo? Weg! Ich würde gerne mir die Pullis... Sag mal, hast du einen Ratschi? Ich würde mir gerne die Pullis angucken. Okay, dann gehen wir hier zu dem Laden. Drohnentausch! Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! So, kaufen wir mal zwei... Da haben wir voll. Da kommen wir... Nee, das... nicht. Achso, mehr hast du nicht. Ja, ist klar. Warum sollst du auch mehr haben? Okay. Das reicht erstmal wohl. Wo ist die Nachricht von Hunter? Die können wir verkaufen, weil die brauche ich eh nicht. Und was kann ich noch verkaufen? Davon verkaufen wir mal so ein paar. So 10. Dass wir nur noch 10 haben. Weil die brauche ich eh nicht. Genau wie die Kugeln. Und, Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie, kommen Sie. Kaufen Sie. So, Infrarot-Zieloptik klingt gut, blendet aber bei Licht. Zweifacher Zoom. Ich wollte mal eben schauen, was war denn das eine nochmal, was wir uns nicht leisten konnten. Nee, Schalldämpfer war es nicht. Wo war das denn? Ah, hier wollte ich, genau. Ach nee, wir haben die ja, stimmt, wir haben die ja weggeschmissen, stimmt ja. Schalldämpfer ist Quatsch. Doppelte Zieloptik möchte ich haben. Infrarotziel ist auch Quatsch. Hier den doppelten Ziel finde ich gar nicht mal so schlecht bei der Schallgenimpften. Ja. So. Hier entlang. Okay. Muss ich mich jetzt hier anmelden? Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Boah. Alter Falter. Scheiß auf was Besseres. Ist das geil. Jedes Mal, wenn du Sturz betrunken bist, muss ich dich tragen und da wüsste ich echt was Besseres. Tut mir leid. Einmal habe ich mit den Jungs einen getrunken. Ein neues Gesicht. Hallo. Viele. Ach, scheiße, hallo. Zum Wohl. Du bist immer abgefüllt. Zum Wohl.
Wie auch immer, wir hatten also ein paar getrunken und wollten noch mehr. Erstmal einen trinken. Teufel, nein. Tut mir leid, Mann. Hab ich dich unterbrochen? Tut mir leid, Kumpel. Red weiter. Ja, also gingen wir los, um noch einen zu trinken. Und bemerkten, dass wir in einem verdammten Tunnel waren. Wie das? Okay. Dann spiel mir ein Lied, Kumpel. Spiel mir ein Lied. Das ist mein Lied. Da oben ist ein Geist. Seht ihr ihn? Und dann sahen wir sie. Sie krochen an der Wand entlang. Da ist ein Geist. Was meinst du mit sie? Ich meine nicht uns. Also bringen wir auch sie. Es ist eine Karawane. Und die Karawaner sind ein paar harte Hunde. Wir kriegten sie kaum gepackt. Was? Und nach all dem... Ich hau ab hier. Hallo, lass mich durch. Also beschlossen wir, sie an Sklavenhändler zu verkaufen, um etwas Kohle zu machen. Ja komm, bewicht dich. Und was dann? Hallo? Also bringen wir sie zur Station. Und sehen, okay, geh mal einfach. Was angelt der denn da? Mich zu nerven. Ach, da unten ist... Ja, ist ja gut. Du darfst Alter, was ist da? Das ist eine Gefahrenzone. Ah, hier forschen die also, um vielleicht rauszufinden, wie sie die Mutanten ganz erledigen können. Noch nichts. Du willst doch nicht sagen, dass du das essen willst, da unten aus diesem Dreckswasser, oder? Ich hab Hunger. Na, Papa, ich hab Hunger. Was muss ich denn machen? Hallo? Hätte auch vorher was machen können. Oh, oh. Werde ich jetzt verurteilt? Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst klar hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Tja, bevor ich da jetzt aber lang gehe... Los geht's! ...möchte ich mir doch dieses Buch schnappen und... durchlesen. Eintrag 2. Wer hat diesen dummen und hochtrabenden Satz über Verantwortung gesagt, die mit der Macht kommt? Ich hatte gedacht, dass die Polis die Spitze der Macht in der Metro ist. Ihre Wachen bis zu den Zehen bewaffnet, ihr unglaublicher Ruf bei allen Nationen und Stationen, ihre Lager voller Lebensmittel und Munition, ihr Reichtum und Wohlstand. Die Polis ist das Zentrum des Universums. Doch offensichtlich schert sich dieses Zentrum ein Dreck um irgendeine Hirnstation, Hinterstation. Der Rat wollte nicht einmal seine Zeit damit vergeuden, uns bis zum Ende anzuhören. Aber nachdem er dann zögernd doch zustimmte, stempelte er nur noch faul abgelehnt auf den verzweifelten Appell der Messe. Und es war nicht einfach nur mein Appell, der abgelehnt wurde. Es war Millers Appell, der Appell des Kopfes der Ranger. Ich dachte, jetzt sei alles vorbei, wenn da nicht Miller und seine Leute gewesen wären. Die Ranger werden nicht umsonst Orden genannt. Sie sind ein regelrecht ritterlicher Orden, ein Staat in einem... Staat einer Bruderschaft von Leuten,
die Schwüre abgelehnt haben, die an höheren Werten als des eigenen Lebens glauben. Und die Ranger haben geschworen, die Metro von allen Gefahren zu beschützen, die ihre Bewohner bedrohen, egal in welcher Situation, in welcher Station sie wohnen oder woran sie glauben. Also wurde alles abgelehnt bei dem Rat, wo er gewesen ist. Ja. Und mit dieser ultralangen Folge, die jetzt ein bisschen länger geht als 30 Minuten, möchte ich euch doch entlassen mit diesen schönen Bildern und würde sagen, was da oben auf uns wartet, seht ihr in einer weiteren Folge. Macht's gut. Tschüss.